Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Mein Name ist Matthias Zimmermann und ich habe mir jemanden eingeladen, der sich schon lange mit dem Thema beschäftigt, um das es heute gehen soll: Konsum. Zu Gast ist Professor Dr. Ingo Balderjahn, Seniorprofessor für Betriebswirtschaftslehre und Marketing. Guten Tag. Guten Tag. Eines Ihrer Steckenpferde ist das Thema Konsum. Sie erforschen, wie und warum wir konsumieren und wie nachhaltiger Konsum aussehen kann. Darf ich fragen, wofür haben Sie zuletzt viel Geld ausgegeben? Ja, ich habe viel Geld, sehr viel Geld, finde ich, im letzten Winter für eine Winterjacke ausgegeben, für einen Wintermantel praktisch. Den habe ich auch dabei. Und das Gute daran aber ist, dass er nach allen ökologischen Standards hergestellt wurde, sehr, sehr lange haltbar ist. Und ich habe sogar, das ist unfassbar, eine lebenslange Garantie bekommen. Also diese Firma garantiert mir ein Leben lang, alles zu reparieren, was an diesem Wintermantel kaputt gehen sollte. Also von daher bin ich sehr zufrieden, dann auch mit dem höheren Betrag, den ich ausgegeben habe. Und wenn Sie wollen, sage ich Ihnen auch die Marke. Das machen wir hinterher. Okay. Würden Sie denn ganz allgemein sagen, dass Sie selbst weniger konsumieren als früher? Ja, das ist schwer zu sagen, weil ich habe ja nie Buchhaltung darüber geführt. Und ein Großteil meines Lebens habe ich ja mit Ausbildungs- und Studienzeit verbracht. Und in dieser Zeit ist die finanzielle Situation natürlich immer sehr angespannt. Und da habe ich mit Sicherheit nicht sehr viel konsumiert. Darüber hinaus habe ich mich schon immer sehr für Umweltschutz interessiert. Jetzt bin ich schon relativ lange, ich glaube über 30, 35 Jahre Professor, und da verdient man bekannterweise ein bisschen mehr Geld. Trotzdem kaufe ich weiterhin sehr bewusst ein und deutlich weniger, als ich mir finanziell leisten könnte. Also trotzdem würde ich sagen, ich konsumiere aufgrund meiner finanziellen Situation, will ich gar nicht lügen, höchstwahrscheinlich doch ein bisschen mehr als früher. Aber ich glaube doch so viel mehr dann letztendlich auch nicht. Dann kreisen wir mal das heutige Thema so ein kleines bisschen ein. Mit Ihrer Expertise im Hintergrund erklären Sie mir doch mal Konsum. Was ist das? Ja, im ökonomischen Sinne umfasst Konsum alle Güter und Dienstleistungen, die Menschen gegen Entgelt kaufen oder nutzen. Also das Kaufen, Geld ausgeben für Güter und Dienstleistungen ist da wichtig. Und ja, der persönliche Konsum kann sich natürlich darauf beschränken, das Nötigste zum Leben zu kaufen, was wir definitiv brauchen an Lebensmittel, Kleidung, Wohnung etc. Allerdings konsumieren heute, insbesondere in den reichen Industrieländern, sehr viel mehr Menschen, als zum Leben letztendlich notwendig wäre. Und dieser Überkonsum, sag ich mal, ist eine der Hauptursachen für den globalen Klimawandel. Jetzt würde ich sagen, in unserer Gesellschaft sind wir von Konsum und von konsumanregenden Werbung und Co. umgeben. Würden Sie sagen, dass Konsum süchtig macht oder machen kann? Ja, im medizinischen Sinne ist Sucht immer an etwas Stoffliches gebunden. Wir kennen Nikotinsucht, Alkohol und Drogensucht. Es gibt aber auch tatsächlich nicht stoffliche Süchte, die ein zwanghaftes Begehren oder Verlangen nach bestimmten Gefühlszuständen oder Erlebnissen erzeugen. Am bekanntesten ist in der Bevölkerung, denke ich mir mal, die Spielsucht, die von der war früher nahezu nur ältere Herr- und Frauschaften betroffen, die am Roulette da versucht haben zu zocken. Heute sind allerdings, und das ist erschreckend, sehr viele Kinder davon betroffen, die eben die Computerspiele spielen. Man hat aber auch tatsächlich herausgefunden, dass es so etwas wie Konsumsucht gibt. Dazu gibt es wissenschaftliche Studien. So Beispiele sind Hüte, Taschen und Schuhe vor allen Dingen, die manche Menschen gerne suchtmäßig horten, ohne sie jemals getragen zu haben. Wie hoch der Anteil derjenigen in der Bevölkerung ist, die konsumsüchtig sind, also massenhaft Schuhe beispielsweise kaufen, kann man schlecht schätzen. Da gibt es auch keine belastbaren Daten. Und wenn man das mal in Bezug auf, das ist ja unser Thema, Umwelt- und Klimaschutz sieht, so sind diese Konsumsüchtigen keine allzu große Gefahr für den Klima- und Umweltschutz.
Vielmehr sind es diejenigen, die Bevölkerungsmehrheit, die gewohnheitsmäßig einfach viel zu viel konsumieren. Jetzt haben Sie das Stichwort Überkonsum schon angesprochen. Würden Sie denn sagen, wir alle sollten weniger konsumieren? Ja, fast alle. Das wäre sehr gut für das Klima und auch für uns selbst. Wer aber gerade mal so mit seinem Geld über die Runden kommt, der ist natürlich nicht angesprochen. Der hat dann letztendlich nichts, worauf er oder sie verzichten könnte. Alle anderen aber schon. Der Konsum ist einer der Hauptursachen für den globalen Klimawandel, das habe ich schon gesagt. Denn der Verbrauch von Ressourcen, insbesondere von fossilen Brennstoffen wie Erdöl und Erdgas, dadurch werden schädliche Treibhausgase freigesetzt. Und mit der Herstellung und dem Konsum von den Gütern entstehen dann immer mehr Treibhausgase, die freigesetzt werden und die heizen unser Klima weiter auf. Also mit jedem Konsum verbrauchen wir Rohstoffe und emittieren Treibhausgase. Und das ist insgesamt sehr schädlich für die Erde und für uns natürlich auch. Also weniger zu konsumieren tut nicht nur dem Klima gut, wie ich schon erläutert habe, sondern uns auch persönlich. Denn es stärkt das Bedürfnis nach Selbstbestimmung, nach Unabhängigkeit und macht Menschen darüber hinaus glücklich. Viele, das wissen wir auch aus wissenschaftlichen Studien, die weniger konsumieren, als sie sich finanziell leisten könnten, sind mit ihrem Leben sehr zufrieden und vermissen nichts. Sie sagen, Konsum könnte nachhaltiger sein. Wie würde das gehen? Was macht den nachhaltigen Konsum aus? Nachhaltigkeit hat letztendlich immer drei Aspekte oder Dimensionen. Und wer nachhaltig konsumiert, berücksichtigt ökologische und soziale Aspekte beim Einkauf, aber auch die finanzielle Belastbarkeit. Und nachhaltig zu konsumieren ist Beispiel der Kauf von Bio-Lebensmitteln oder im sozialen Bereich fair gehandelter Kaffee oder Tee und auch eben der Verzicht auf entbehrliche und kurzlebige Produkte. Im Hinblick auf den ökologischen Fußabdruck allerdings, der ökologische Fußabdruck umfasst alle Ressourcen und auch alle emittierten Treibhausgase, die Menschen in einem Jahr verbrauchen bzw. erzeugen. Und nach diesem ökologischen Fußabdruck verbrauchen die Menschen aktuell die Fläche von 1,7 Erden. Da muss man stutzig werden, die Komma 7, denn die Komma 7, die haben wir nicht. Wir haben nur eine Erde. Also wir verbrauchen jetzt schon sehr viel mehr Ressourcen, als die Erde gibt, vorhanden hat, bereitstellen kann. Das gilt weltweit. Würden alle so maßlos konsumieren wie wir hier in Deutschland, dann würden wir sogar drei Erden brauchen. Also insgesamt sind wir weit davon entfernt, mit unseren Rohstoffen, mit unserer Erde nachhaltig umzugehen. Jetzt sagen Sie, nachhaltiger Konsum wäre angebracht und wäre auch machbar. Aber ist denn so ein Konsum machbar in unserem Wirtschaftssystem, das als Kapitalismus auf immer dauernden Wachstum angelegt ist? Nein, also Wachstum ist nicht, unbegrenztes Wirtschaftswachstum ist nicht mit einer Welt begrenzter Ressourcen vereinbar. Das ist ganz klar. Wir können nicht, es ist eine Illusion zu glauben, wir könnten ständig mehr Ressourcen verbrauchen und trotzdem Artenschutz, Umweltschutz und Klimaschutz betreiben. Das funktioniert einfach nicht. Denn wer nicht nachhaltig verzehrt und Rohstoffe über Ausbeutung und Raubbau letztendlich generiert, beteiligt sich letztendlich an der Vernichtung menschlicher Lebensgrundlagen. Allerdings ist Kapitalismus häufig so ein Symbol für etwas, was für alle schuldig ist. Das wird schnell irgendwo ausgesprochen. Aber an dieser Situation, in der wir uns befinden, ist zwar der Kapitalismus, also ich will mal sagen, die Wirtschaft insgesamt durch entsprechende Ausbeutung von Ressourcen mit dran schuldig, aber insgesamt weniger, als wir oft denken, und wir selbst sind daran beteiligt.
jeder einzelne, die Wirtschaft oder sagen wir ja, die Wirtschaft und das Wirtschaftswachstum, die Industrie, die dahinter steht, die wird schon angetrieben vom Ziel, Rendite und Effizienz zu schaffen. Und im Sinne der Effizienz hat dieses, ich sag mal, Wirtschaftssystem sogar Vorteile, weil seit vielen, vielen Jahren gelingt es der Industrie, die sogenannte Ökoeffizienz zu reduzieren. Das heißt, wir brauchen heute für eine Leistungseinheit, also sagen wir mal ein Produkt, ein Gut, immer weniger Rohstoffe und emittieren pro Leistungseinheit, Produkt auch immer weniger Emissionen. Das ist schon mal gut. Allerdings hat sich gezeigt, dass dadurch Menschen eben auch mehr konsumieren und wir konsumieren einfach immer mehr. Natürlich ist auch das Marketing der Unternehmen daran schuldig, aber eben nicht nur. Und dieser Mehrkonsum vernichtet in der Regel die ganzen Vorteile, die durch die Ökoeffizienz verbessert wurden. Das nennt man wissenschaftlich auch gerne Rebound-Effekte. Mit Ihrer Expertise im Hintergrund, was würden Sie sagen, wie bringt man denn Menschen am besten dazu, weniger zu konsumieren oder zu kaufen? Ja, man müsste sie ermuntern, mehr selbstbestimmt und mehr Unabhängigkeit, Selbstbestimmung und Unabhängigkeit zu erreichen und eine hohe Einschätzung der Selbstwirksamkeit. Damit ist gemeint, dass man es selbst für sich möglich hält, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, dass man nicht einfach sagt, auch mein Beitrag bringt doch alles nichts. Nein, jeder Beitrag bringt etwas. Also mehr Selbstbestimmung, mehr Unabhängigkeit, Selbstwirksamkeit. Hinzu kommt Verantwortungsbewusstsein, Verantwortungsübernahme. Man sollte nicht immer andere benennen, die zuständig sind, die Politik und die Wirtschaft, die sind natürlich dafür zuständig, aber wir letztendlich auch. Und dann sage ich jetzt noch mal ein Fremdwort, Empowerment. Viele kennen das vielleicht. Also viel Empowerment meint, dass jeder die Fähigkeiten erwirbt oder danach strebt, sie zu erwerben, für sich selbst gute Konsumentscheidungen zu treffen, also zu wissen, was Schrott ist, wovon man lieber die Hände weglassen sollte und was einem letztendlich gut tut. Und auch die Fähigkeit zu besitzen, sich gegenüber Handel und Herstellern in eigenen Interessen durchzusetzen. Also das ist gut. Selbstbestimmung, Unabhängigkeit, Selbstwirksamkeit, Verantwortung und Empowerment. Sie erforschen Konsum und Konsumverhalten genau genommen ja schon seit einigen Jahrzehnten. Stelle ich mir als ein schwieriges Feld vor. Wie macht man das? Ja, diese Forschung, diese wissenschaftliche Disziplin wird international als Consumer Behavior benannt und sie ist international sehr hochrangig in der Wissenschaft vertreten. Und letztendlich geht es dieser Wissenschaft darum, das Verhalten der Menschen in ihrer Rolle als Konsumenten gänzlich erklären und prognostizieren zu können. Also im Prinzip alles das, was Psychologen und auch Soziologen, Sozialpsychologen machen im Allgemeinen für den Menschen insgesamt, fokussieren wir uns auf den Bereich des Konsums. Und das ist ja schon ein sehr umfassender Bereich. Also uns geht es beispielsweise darum, ob bestimmte Einstellungen den Konsum erklären können, welche Bedürfnisse durch Konsum befriedigt werden können und natürlich auch, ob der Schutz des Klimas und ein Umwelt- und Klimabewusstsein, ob das auch vielleicht einen Beitrag hat, dass Menschen doch bewusster konsumieren und auf das Klima, auf den Klimaschutz und Umweltschutz achten. Nehmen Sie uns doch mal mit in die Erkenntnisse, die Sie gewonnen haben, wenn Sie ein paar essentielle Befunde, vielleicht auch Überraschendes, was Ihnen da untergekommen ist, für uns parat haben. Ja, dazu habe ich ja aktuell ein Buch geschrieben, Lust auf Verzicht. Und das widmet sich genau der Thematik, die Sie angesprochen haben. Also Verzicht ist ja etwas in Deutschland, was eigentlich nur negativ besetzt ist. Keiner möchte irgendwo verzichten. Und ich habe diesem Verzicht die Lust entgegengesetzt, weil die Lust etwas sehr Positives ist, nicht? Also Lustempfindungen. Und ich habe nun herausgefunden, dass dieser Verzicht auf Produkte, auf Güter, auf Konsum
sehr positiv auf den einzelnen Menschen wirken kann. Also er wird nicht als Verlust, Opfer oder Askese letztendlich verstanden, sondern Menschen gewinnen zusätzlich Lebenszufriedenheit, Lebenserfüllung und Glück dadurch. Das kommt dadurch, dass eben diese Bedürfnisse, die ich eben auch schon nannte, nach Unabhängigkeit, nach Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit befriedigt werden und dadurch wird der Mensch letztendlich glücklicher. Also wir wissen auch aus Studien, dass Menschen, die heute schon freiwillig weniger konsumieren, als sie sich letztendlich leisten könnten, nicht unglücklich sind als solche, die viel zu viel kaufen. Oftmals sind sie sogar glücklicher. Also Verzicht im Sinne auch meines Buches heißt nicht, dass man irgendwo nun unbedingt gänzlich drauf verzichten will. Also wer beispielsweise, ich gehöre dazu, immer auch noch gern mal Fleisch isst, würde das nicht bedeuten, wenn du jetzt verzichten sollst, musst du ganz drauf verzichten. Nein, einfach weniger reicht schon. Letztendlich ist es weniger genügsamer konsumieren. Und wenn man langlebige Sachen kauft, so wie ich meinen Mantel, Wintermantel, den ich gerade erwähnt hatte, dann verzichte ich auf viele Ersatzbeschaffungen und letztendlich spare ich dadurch viel Geld. Ich muss mir nicht jeden Winter einen neuen Wintermantel kaufen, sondern diesen trage ich bestimmt noch die 10 Jahre, hoffe ich jedenfalls. Dann haben Sie ja ganz offensichtlich auch Erfahrungen damit gemacht, wie wichtig für viele Menschen es ist, wenn Sie dann gleich was ganz Konkretes, Praktisches an der Hand haben. Hätten Sie denn für Leute, die gern weniger konsumieren wollen, 5 praktische Tipps an der Hand? Ja, mit der Praxis ist das so ein Ding, nicht? Also ich plädiere ja auch für die Freiwilligkeit. Das heißt, in dem gesamten Buch mache ich keine Vorschläge oder sage der Leserin oder dem Leser, was sie nun tun soll. Das Einzige, was ich sage, liebe Leute, denkt darüber nach, welche Konsequenzen euer Konsum hat auf Umwelt und Klima, auch auf den Artenschutz. Und letztendlich das Beste, was man zum Schutz dieser wichtigen Sachen machen kann, ist weniger konsumieren. Natürlich ist es auch gut, wenn man ökologisch wichtige, gute Produkte kauft. Aber der beste Klima- und Arten- und Umweltschutz ist der Verzicht. Und wo verzichtet werden soll, ob jemand aufs Auto verzichtet oder weniger fährt oder auf ein Smartphone verzichtet, das werden nur wenige sein, aber sich vielleicht nicht unbedingt mit jedem neuen Modell das neue Modell kauft, sondern vielleicht auch noch 3, 4, vielleicht sogar 5 Jahre das Smartphone behält. Das ist alles schon weniger Konsum und letztendlich wichtig. Ich hatte es auch schon gesagt, damit werden nur Leute angesprochen, die tatsächlich finanziell so dastehen, dass sie auf etwas verzichten könnten. Das ist letztendlich klar. Also meine Vorschläge, ich habe wichtige Sachen mir überlegt dazu. Davon ist nur einer richtig praktisch im Sinne, das können Sie sofort machen. Alle anderen haben aber auch eine praktische Relevanz insofern, dass sie Ihnen einen Hinweis geben, inwieweit Sie sozusagen sich selbst festigen können in ihrem Bewusstsein und ihrem Einsatz für den Umwelt- und Klima- und Artenschutz. Das ist der Punkt 1, ist, stärken Sie das Empowerment. Empowerment, wie ich schon sagte, ist die Fähigkeit, für sich selbst gute Entscheidungen zu treffen. Also selbst dafür ein Gefühl zu haben, Mensch, das ist etwas Gutes, das tut dir gut und von anderen Sachen lass lieber die Hand davon. Und auch die Fähigkeit, sich mit den eigenen Interessen durchzusetzen, gegenüber dem Handel, gegenüber den Herstellern. Zweitens ist ganz, ganz wichtig, dass Sie erkennen müssen, dass jeder Konsum, auch ist er noch so klein, jeder Konsum belastet immer die Umwelt, weil Sie Ressourcen verbrauchen und Sie belasten immer das Klima, weil CO2, Treibhausgase freigesetzt werden. Und daran sollten Sie denken und insbesondere sollten Sie daran denken, dass Sie mit weniger Konsum, wenn Sie das erkennen, dass Sie selbst die Umwelt belasten damit, mit weniger Konsum schützen Sie die Umwelt und machen es möglich, dass die jungen Menschen, die jetzt leben, vielleicht sogar auch ihre Kinder, ihre Enkelkinder, dass sie
auch eine lebenswerte Zukunft gesichert werden, dadurch, dass sie einen persönlichen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten. Das war Nummer zwei. Drei ist mein Hinweis, dass sie sich selbst schon sehen sollen als jemand, der aktiv persönlich etwas zum Klimaschutz leisten kann. Natürlich kann man sagen, Politik, die Regierung, die Wirtschaft, die Industrie, mein Nachbar, die Reichen, wie auch immer. Okay, alle stehen sie natürlich in der Pflicht, aber dadurch kommt man selbst nicht aus der Pflicht. Ne? Nutzen Sie das nicht als Rechtfertigung, dass andere vielleicht zuständig sind und Sie nichts machen brauchen. Nein, jeder muss was machen. Jeder ist in der Pflicht, auch für unsere Kinder und Enkelkinder zu sorgen, dass sie eine Zukunft noch bekommen. Also tragen Sie Verantwortung auch für Ihren Konsum und Verantwortung für den Erhalt des Klimas. Vierter Punkt, machen Sie sich frei von den Konsumzwängen und den Konsumerwartungen in dieser Gesellschaft. Das ist ganz, ganz schwer, das weiß ich. Von Kindesbeinen an lernen wie bedeutend und wie wichtig und wie gut und positiv Konsum ist. Davon müssen wir uns befreien. Und wenn wir viel, viel Werbung sehen, dann wird uns das auch immer noch positiv eingeblasen, dass das alles gut ist, was wir kaufen sollen. Werbung wirkt immer. Glauben Sie nicht, Sie können sich der Werbung gegenüber widersetzen. Das einzige Mittel, was ein bisschen hilft, ausschalten, wenn Werbeblock ist oder Werbung übersehen. Das ist also freimachen. Entscheiden Sie selbst, was Sie wollen und lassen Sie es nicht von kommerzieller Werbung oder von Freunden auch, und wen auch immer bestimmen, was Sie kaufen oder nicht kaufen. Und jetzt kommt der fünfte, das ist der richtig praktische. Da ist mein Hinweis, probieren Sie es einfach mal. Geben Sie den Konsumverzicht, geben Sie der Zukunft, den jungen Menschen, den Klimaschutz eine Chance und probieren Sie es einfach mal aus. Konsumieren Sie irgendwo einfach mal weniger. Sagen, okay, diese Strecke kann ich jetzt auch mit dem Fahrrad fahren, da brauche ich das Auto nicht. Und heute kann ich auch mal ein leckeres Bratgemüse, Bratpfanne oder sowas essen und da brauche ich keinen Fleisch. Probieren Sie es einfach mal aus und ich bin mir ziemlich sicher, Sie werden feststellen, es tut Ihnen gut. Wunderbar, da ist eine Menge drin zum Nachdenken, zum Ausprobieren. Mich haben Sie schon mal erwischt, ich werde den Verzicht mal probieren und ich hoffe, alle anderen, die Ihnen zugehört haben, auch. Ich danke Ihnen sehr fürs Kommen. Gerne, vielen Dank, ja, danke.